Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu diesem nächsten Video. Ich habe heute wieder die Buchneuerscheinungen für euch, dieses Mal für den Monat März. Ich hoffe, es ist wieder etwas für euch dabei und wie immer, schreibt gerne in die Kommentare, auf was ihr euch freut, was auf eurer Wunschliste steht, unabhängig davon, ob es jetzt eine Buchneuerscheinung ist oder generell ein Buch, das euch näher interessiert, was aber schon länger erhältlich ist. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und starten direkt. Wir beginnen mit einem Buch, das am 1. März erscheint. Die Autorin ist Astrid Ruppert und das Buch heißt „100 Himmel – Eine Erzählung über den Mut, anders zu sein“. Der Verlag ist der Diederichs Verlag. Es ist wohl eine wunderschöne und bewegende Geschichte von Zio, der so ganz anders ist als seine Artgenossen. Zio ist ein Zilpzalp, also ein Vogel, und er singt viel lieber, als sich auf den großen Flug durch die 100 Himmel vorzubereiten. Davon ist nicht jeder begeistert, seine Freunde nicht und schon gar nicht der älteste der Vögel. Weiß er doch, dass nur die stärksten und geübtesten Vögel den großen Flug überstehen. Und im Wald überwintern, das ist noch keinem Zilpzalp gelungen. Was wird also aus Zio, der doch nichts anderes will, als seinem Traum der 100 Lieder zu folgen? Es ist wohl ja ein wunderschöner, mutmachender Roman und er erzählt von Träumen, Begabungen und der Möglichkeit, seinen eigenen Weg zu finden. Die Autorin beschreibt in stimmungsvollen und farbenfrohen Bildern die bewegende Geschichte von Zio, der so ganz anders ist als andere Zilpzalpe. Ich muss ja zugeben, ich musste diese Vogelart erst googeln, weil ich kenne mich da immer nicht so gut aus. Ich finde ihn aber sehr hübsch und mag auch den Gesang. Da habe ich mir nämlich direkt dann auch was angehört dazu. Und natürlich ist es eine sehr metaphorische Geschichte bzw. eine symbolische Geschichte, weil man wahrscheinlich in diese Geschichte des Vogels auch so ein bisschen was vom eigenen Leben reininterpretieren muss oder überlegen muss, was man daraus ziehen kann. Ich finde, das ist auch manchmal ein sehr schmaler Grat, weil es ein bisschen in diese Richtung gehen kann, dass es zu kitschig wird. Aber grundsätzlich mag ich es gerne und da kommt es natürlich auf die konkrete Umsetzung an. Das heißt, da kann ich mir natürlich kein abschließendes Bild davon machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine sehr schöne Geschichte ist, die man gerade zum Frühlingsanfang vielleicht ganz gerne liest. Weiter geht es mit Judith Hermanns „Wir hätten uns alles gesagt“. Erscheint am 15. März im Fischer Verlag. In der Beschreibung stand auch ein Zitat und zwar: „Judith Hermanns Bücher sind unbeirrbare Erkundungen der menschlichen Verhältnisse“. Es geht um eine Kindheit in unkonventionellen Verhältnissen. Das geteilte Berlin, Familienbande und Wahlverwandtschaften, lange glückliche Sommer am Meer. Judith Hermann spricht über ihr Schreiben und ihr Leben, über das, was Schreiben und Leben zusammenhält und miteinander verbindet. Sie schreibt über Wahrheit, Erfindung und Geheimnis und deckt die Fragen ab, wo Geschichte beginnt und wo sie aufhört. Außerdem fragt sie sich, wie verlässlich unsere Erinnerung ist. Wie nah sind unsere Träume an der Wirklichkeit? Wie in ihren Romanen und Erzählungen fängt Judith Hermann hier wohl ein ganzes Lebensgefühl ein. Mit klarer poetischer Stimme erzählt sie von der empfindsamen Mitte des Lebens, von Freundschaft, Aufbruch und Freiheit. Und diese Themen, die hier angesprochen werden, sind auf jeden Fall welche, die mir gefallen. Es ist jetzt nicht in einer Romanform oder beziehungsweise ja generell in einer fiktiven Form, sondern sie schreibt da ja schon über sich, über ihre Erfahrungen. So gesehen, das ist nochmal was anderes. Ich bin mir sehr sicher, dass ich von Judith Hermann im Zuge dieser Buchneuerscheinungsvideos schon mal was vorgestellt habe. Ich bin mir aber nicht sicher, was es war. Ich werde vielleicht beim Schneiden des Videos nochmal gucken und das einblenden. Auf jeden Fall bin ich schon mal auf sie gestoßen und ich könnte mir vorstellen, dass diese Lektüre auch sehr bereichernd ist. Weiter geht es mit „Wo auch immer ihr seid“, erscheint im BTB Verlag am 15. März. Und zwar ist es das hochgelobte Debüt der Autorin. Es ist die ergreifende Geschichte einer vietnamesischen Familie. Es steht auch hier ein Zitat im Beschreibungstext, nämlich: „Man muss sich nicht in der Geschichte des Vietnamkrieges auskennen, um diesen Roman großartig zu finden. Geht einfach so und ganz leicht“. Das ist ein Zitat von Christine Westermann vom Stern. Und das klingt schon mal sehr vielversprechend, wie ich finde. Ich habe das in der Vergangenheit ja schon öfter erwähnt, dass ich mich schwer tue mit Lektüre, die ein gewisses geschichtliches Hintergrundwissen voraussetzt, weil ich darin einfach nicht so gut bin. Und manchmal habe ich da das Gefühl, dass eben eine Menge verloren geht, wenn ich das lese und dann einfach nicht immer weiß, was damit gemeint ist. Das soll hier ja aber anscheinend nicht der Fall sein, was für mich schon mal sehr gut klingt, wirklich. Es geht hier um eine 30 Jahre alte Frau, die Khoi heißt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht komplett falsch.
Und sie trägt den gleichen Namen wie das Mädchen im berühmtesten Werk der vietnamesischen Literatur. Sie nennt sich allerdings lieber Kim, weil das einfacher ist für ihre Freunde in Berlin. 1968 waren ihre Eltern aus Vietnam nach Deutschland gekommen. Für das, was sie zurückgelassen haben, hat sich die Journalistin nie interessiert. Im Gegenteil. Oft hat sie sich eine Familie gewünscht, die nicht erst deutsch werden muss, sondern es einfach schon ist. Bis zu jener Facebook-Nachricht. Sie stammt von ihrem Onkel, der seit seiner Flucht in Kalifornien lebt. Die ganze Familie soll sich zur Testamentseröffnung von Kyois Großmutter treffen. Es wird eine Reise voller Offenbarungen über ihre Familie und über sie selbst. Und ich liebe das ja, wenn man über andere Kulturen lesen kann, über deren Geschichte, weil ich immer denke, dass man davon am meisten oder fast am meisten mitnimmt, wenn man solche Bücher liest. Und das bringt einem auch unfassbar viel fürs eigene Leben, für das Verständnis, für die Einordnung der Welt grundsätzlich. Und deswegen nehme ich solche Bücher immer super gerne auf, egal von welchen Teilen der Welt sie stammen, so gesehen. Also ich habe in meinem letzten Lesemonat beispielsweise Kokum gelesen von Michelle Shaw. Und das hat mir sehr gut gefallen, wobei es hier um Ureinwohner geht. Da werde ich dann aber genaueres im Lesemonat auf jeden Fall sagen. Aber das war auch sowas, da habe ich von einer Kultur gelesen, die mir jetzt nicht ganz fremd war, weil ich in dem Bereich schon relativ viel gelesen habe. Aber es ist für mich immer wieder wertvoll, diese Erkenntnisse zu bekommen, damit dann eben auch einen anderen Blick auf die Welt zu erhalten. Das ist bei so einer Art von Lektüre immer so. Viele Bücher können das schaffen, aber ich finde, gerade in diesem Bereich ist es sehr bezeichnend. Das nächste Buch ist Der heutige Tag. Es erscheint am 16. März von Helga Schubert. Und der Beschreibungstext startet mit einem Zitat. Vielleicht ist einer von uns morgen schon nicht mehr da. Über 50 Jahre lang teilen sie ihr Leben, doch nun ist der Mann schwer krank. Lange schon wird er palliativ umsorgt und so wird der Radius des Paares immer eingeschränkter, der Besuch seltener, die Abhängigkeit voneinander größer. Die Autorin erzählt hier wohl kraftvoll und poetisch davon, wie man in solchen Umständen selbst den Verstand und der andere die Würde behält. Sie zeigt, wie man Frieden machen kann mit diesem Leben und wie man Lebensgeschichte in Literatur verwandeln kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht von Gabriele von Arnims Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Daran hat mich der Klappentext zumindest erinnert, beziehungsweise der Beschreibungstext. Und dieses Buch habe ich ja geliebt. Ich habe im Lesemonat in höchsten Tönen davon gesprochen und finde auch immer noch, dass es ein wahnsinnig tolles Buch ist, was ich ebenfalls bereichernd fand, weil es eine Lebenssituation abdeckt, die ich so nicht kenne, die aber ja jedem von uns passieren könnte. Ich meine, ich will es nicht heraufbeschwören, um Himmels Willen, aber wenn man älter wird, kann eben sowas natürlich auch vorkommen. Und gerade das ist schon was, was einem extrem viel bringt, finde ich. Also vor allem, wenn ältere Menschen über solche Lebenssituationen sprechen, die unser eins, Menschen in unserem Alter, sage ich jetzt mal, eher noch unbekannt sind. Und deswegen habe ich das mit aufgenommen, weil ich mir vorstellen kann, dass es einem sehr viel gibt. Das nächste Buch ist von Veronica Raiomi, Nichts davon ist wahr, erscheint am 18. März im Klett-Cotta Verlag. Auch hier steht ein Zitat im Beschreibungstext, nämlich ein Roman wie eine Party. Die Sprache schlägt Funken, stürzt sich ins Vergnügen und dringt bis in die verborgensten Winkel. Es stammt von Claudia Durastanti. Die Autorin erzählt von den Zumutungen des Erwachsenenwerdens in einer ganz normalen, unnormalen Familie. Dafür hat sie anscheinend eine neue, so zarte wie präzise Sprache gefunden. Ich finde, das hört sich spannend an, weil ich mich frage, welche Art von Sprache soll das sein? Ich habe jetzt hier keinen Blick ins Buch geworfen. Ich weiß nicht, ob das bei Amazon geht, aber das wäre vielleicht in dem Zusammenhang sehr interessant. Sie zeichnet hier wohl mit wunderbarem Humor das ebenso chaotische wie wahrhaftige Bild einer jungen Frau im 21. Jahrhundert. Und zwar fragt sich Veronica, wie sie zu der Frau werden konnte, die sie ist. Und ihre Erinnerungen führen sie zurück in ihre, gelinde gesagt, eigenartige Familie. Es vergeht keine Party, bei der nicht irgendwann das Telefon klingelt und die Helikoptermutter Francesca anruft. Der Vater möchte, dass sich die Familie nur noch von Konservendosen ernährt, die vor dem Reaktorunglück von Tschernobyl eingeschweißt wurden. Und er baut in seiner Freizeit immer weitere zusätzliche Trennmauern in die Wohnung ein. Und dann gibt es auch noch den Bruder, eine Nervensäge und ein aufmerksamkeitsversessenes Genie. Dabei ist es so schon schwer genug, vom Mädchen zur Frau zu werden. Und das am besten erfolgreich, emanzipiert und glücklich. Es ist wohl eine preisgekrönte autofiktionale Tragikomödie. Und die Autorin hat ein lustiges Buch über die Tücken und Abgründe des Lebens geschrieben. Es hört sich so ein bisschen wirr an und deckt auch ziemlich viele verschiedene Punkte ab. Also gerade durch die Familienmitglieder, die ja allesamt
ihre Eigenarten zu haben scheinen. Aber ich denke trotzdem, dass es spannend sein kann, weil ich schon denke, dass gerade die Zeit des Heranwachsens per se ja schon sehr schwierig ist. Und wenn man dann auch noch ja, mit der Familie konfrontiert wird, da gucken muss, wie man miteinander zurechtkommt, dann macht es die Situation ja natürlich noch mal um einiges schwieriger. Und das Ganze soll ja aber sehr von Humor durchzogen sein, was es dann, glaube ich, auch eher wieder etwas leichter zu lesen macht. Ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz spannender Mix sein könnte. Dann zu einem Buch, das sich total nach meinem Geschmack anhört. Das hat mich richtig angesprochen, als ich da den Beschreibungstext gelesen habe. Und zwar heißt es Leonard und Paul. Erscheint am 20. März im Voivod und Meurer Verlag. Es ist wohl der Buchhändlerliebling aus England und Irland. Auch hier ein Zitat. Und zwar soll es eine bezaubernde, warmherzige Würdigung all jener Dinge sein, die das alltägliche Leben so wertvoll machen. Stammt von The Guardian. Leonard und Paul sind allerbeste Freunde. Während Leonard als Ghostwriter für Kinderenzyklopädien tätig ist, arbeitet Paul als Aushilfsbriefträger. Das Leben der beiden verläuft in ruhigen, wohlgeordneten Bahnen, bis jedem von ihm etwas widerfährt, das eine ganze Reihe von Veränderungen in Gang setzt. Er widmet sich all jenen Menschen, die im Alltag oftmals übersehen werden. Sie beteiligen sich nicht am Lärmen der Welt, sondern zeichnen sich durch Eigenschaften aus, die häufig unterschätzt werden, nämlich Freundlichkeit, Sanftmut und Bescheidenheit. Es ist die Geschichte zweier Freunde, die darum kämpfen, ihr Verständnis davon zu bewahren, was im Leben von Bedeutung ist. Und sie führen den Lesern damit nachdrücklich vor Augen, dass es in vielfacher Hinsicht einen Gewinn darstellen kann, sich auf den Nebenstraßen des Lebens zu bewegen. Und ich muss sagen, das klingt für mich perfekt, weil das geht so ein bisschen wieder in diese, also eigentlich nicht, aber ich meine vom Grundsetting, was ich bei Stoner hervorgehoben habe, ist das wieder ähnlich, weil ein Protagonist abgedeckt wird oder in diesem Fall Protagonisten, die sich nicht durch irgendwas Besonderes auszeichnen, die laut sind, die sich in den Vordergrund stellen und so weiter. Das hat Stoner ja auch gar nicht gemacht, sondern da wurde die Geschichte eines relativ normalen Mannes erzählt. Und hier ist es eben die Geschichte von zwei normalen Menschen, die eben einen ganz gewöhnlichen Beruf ausüben, die ja im Alltag ihre Freude finden und nicht in extremen Leben vielleicht auch. Und das ist was, was ich sehr schätze, weil ich schon finde, dass es in der heutigen Gesellschaft so ist, dass die Person, die am lautesten schreit, am ehesten gehört wird. Und das finde ich immer sehr schade und ist auch eine Entwicklung, die mir persönlich gar nicht gefällt. Also die widerstrebt mir richtig. Und immer wenn ich dann so Klappentexte lese, fühle ich mich immer direkt angesprochen und denke, ja, da möchte ich wissen, was drin steht. Also das ist wirklich auch ein Buch, das habe ich mir auch auf die Wunschliste gepackt, weil ich mir vorstellen kann, dass es ganz, ganz toll ist. Bin gespannt, ob ich es irgendwo sehen werde. Und das Video beende ich mit einem Buch, das schon als Hardcover existiert, jetzt dann aber als Taschenbuch rauskommt, nämlich am 22. März im Goldmann Verlag von Jaka Kubsova. Bergland. Wir befinden uns im Südtirol in den 40er Jahren. Im abgelegenen Tiefental staunen selbst gestandene Bauern, als ihnen eine junge Frau vormacht, wie man einen Hof ganz alleine durchbringt. Rosa heißt die Bäuerin, die die Natur versteht und lenkt, als habe sie nie etwas anderes getan. Mit aller Macht stemmt sie sich gegen den Fortschritt, der ihr kleines Reich in den Bergen bedroht. Der Hof ist ihr Schicksal und nicht einmal die Liebe kann sie von hier fortlocken. Zwei Generationen später sind Rosas Enkel Hannes und seine Frau Franziska auf Feriengäste angewiesen, um den Hof zu halten. Als nach einem Unglück ihre Zukunft auf dem Spiel steht, erweist sich Rosas Vermächtnis als aktueller denn je. Und ich bin mir sicher, dieses Buch haben schon unfassbar viele gelesen. Ich habe das auch schon öfter gesehen, aber ich kann mich nicht mehr an die Rezensionen erinnern, ehrlich gesagt. Ich habe bei Amazon gesehen, dass es unfassbar viele gibt, die auch extrem gut ausgefallen sind. Deswegen, falls ihr es schon gelesen habt, gerne in die Kommentare. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit dürfte recht hoch sein, dass einer meiner Abonnenten oder eben mehrere dieses Buch schon gelesen haben. Und das hört sich auch total nach etwas an, was ich auch gerne lesen würde, weil es zum einen hier um verschiedene Generationen geht, um das, was bleibt, so gesehen, was man vielleicht auch wahren möchte. Und zum anderen eben auch um das Leben in der Natur oder auch mit der Natur. Zumindest stelle ich mir das so vor. Und in der heutigen Zeit ist es ja auch schwieriger, so etwas zu halten, als es auch noch früher war. Und dementsprechend interessiert mich sehr, welchen Schwierigkeiten sie sich ausgesetzt fühlen und wie sie das Ganze aber auch meistern. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es ein tolles Buch ist. Und wie gesagt, die Bewertungen sprechen ja auch so ziemlich für sich. Und das war es mit den Buchneuerscheinungen im März 2023, die ich herausgesucht habe. Wie gesagt, ergänzt es gerne auch noch. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei.
Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt, und sage bis ganz bald. Macht's gut! Tschüss!